Hallo und willkommen zur Albenrevue. Das Album Stereotomy von The Alan Parsons Project erschien im November 1985, also im selben Jahr wie World to Culture. Die Aufnahmen zu diesem Album zogen sich fast ein ganzes Jahr hin, allerdings wohl kaum ununterbrochen, sondern in einzelnen Aufnahmesessions, die oft mehrere Wochen oder gar Monate Pause dazwischen hatten. Das Line-Up in dieser Zeit war noch immer identisch mit dem Line-Up von Vulture Culture. Ian Berenson an den Gitarren, David Payton am Bass, Stuart Elliott am Schlagzeug, Keyboards und Saxophon bestritt erneut Richard Cottle und natürlich Eric Woolfson am Piano und Keyboards. Die Gesangsparts wurden erneut von John Miles und Chris Rainbow übernommen. Doch diesmal gibt es einen Gastauftritt von Gary Brooker, von Procol Harum, aber auch von Graham Dye und Stephen Dye von der Band Scarlet Party. Interessanterweise gibt es auf diesem Album keinen Track mit Lenny Zakatek, was sichtlich bedauerlich ist, gerade für mich, da er zu meinen Lieblingssängern zählt. Aber interessanterweise ist auch kein Lead Vocal von Eric Woolfson auf diesem Album. Seine Stimme taucht allerdings unerwartet in der Bridge des Eröffnungsstückes auf. Was sich allerdings seit Vulture Culture geändert hatte, war, dass Andrew Powell zurück war, um ein paar orchestrale Arrangements zu übernehmen. Allerdings weniger, als man es von den früheren Alben gewohnt war. Diese LP markiert eine massive Veränderung gegenüber seinem Vorgänger, den die Band nur wenige Monate zuvor auf den Markt gebracht hatte. Zum einen ist der Sound hier viel elektronischer und zackiger. Die Wahl der Synthesizer-Sounds entspricht deutlich mehr der zweiten Hälfte der 80er und mutet stellenweise recht kalt an. Am deutlichsten schlägt sich das allerdings beim Schlagzeug nieder, das nun einen massiven Gated Reverb-Sound hat und grundsätzlich extrem minimalistisch anmutet. Im Grunde hätte man das ganze Album einfach mit einer Drummaschine aufnehmen können. Ich finde es leicht bizarr, denn Stuart Elliott ist einer der besten Drummer, die man sich überhaupt im Studio vorstellen kann, und hier gibt es eine Menge Tracks, die so anmuten, als würde er einfach nur auf eine einsame Snare-Drum schlagen. Soundtechnisch ist vielleicht relevant, dass das hier das erste Project-Album war, das vollständig digital aufgenommen wurde und wo man mit neuartigen Stereo-Mix-Methoden experimentierte. Das Album erschien auf Vinyl, CD und auf Kassette. Aber ich muss sagen, dass das hier das erste Alan Parsons Project Album ist, das durch und durch einen CD-artigen Sound hat. Auch wenn ich jetzt auf Anhieb nicht sagen könnte, was ich damit eigentlich meine. Der Ausdruck Stereotomie ist ein wenig verwendeter Begriff und bedeutet angeblich das Erstellen von Strukturen aus Gestein, um diese dann zum Beispiel architektonisch zu verwerten. Fragt mich nicht, was das genau heißt. Woolfson und Parsons bezogen das Wort aus einer berühmten Kurzgeschichte von Edgar Allan Poe, namentlich die Detektivgeschichte The Murders in the Rue Morgue. Das Cover war gerade hier bei der Schallplatte interessant, da es eine kleine optische Täuschung besaß. So sind ja die Buchstaben hier nur schwer lesbar, weil das so ein bisschen ein Buchstabensalat ist. Aber wenn man den Nerv besaß, mit den ineinander gestülpten Hüllen rumzuspielen, und ich habe ja die äußere Hülle hier, erreichte man das durch die Farben dieser äußeren Hülle, wenn man das Album reinschob, einige der Buchstaben des Buchstabensalats quasi rausgefiltert wurden. Und so konnte man, je nachdem wie herum man das Album hier reinschob, so konnte man sozusagen auf ein vollkommen unterschiedliches Cover schauen. Aber das ist leider hier nicht, ich kann das leider hier nicht wirklich zeigen, weil das ist ein bisschen zu dunkel alles. Und abgesehen davon haben die meiner Meinung nach die Kartonhülle einfach einen halben Millimeter zu groß gemacht oder zu breit gemacht, sodass es sehr schwierig ist, da reinzustecken. Als ich das Album hier gekauft hatte und einfach die Außenhülle endlich abkriegte, habe ich nie wieder den Versuch unternommen, das Cover erneut in diese Plastikhülle reinzuschieben. Aber es ist eine lustige Erinnerung an eine Zeit, als man sich bei Plattencovern noch irgendwas einfallen ließ und irgendeinen Spezialgimmick sozusagen dem Ganzen beilegte.
Vorbei sind diese großartigen Zeiten. Aber kommen wir mal zu dem Album zurück. Die Seite 1 beginnt mit dem Titeltrack Stereotomy. Feurig gesungen von John Miles mit einer kleinen Einlage durch Eric Woolfson. Ich muss sagen, dass das ein großartiger Track ist. Die Band klingt plötzlich ganz anders, als hätte sie nichts mit den vergangenen 8 Alben zu tun. Brachiale, metallisch klingende Synthesizer übernehmen hier die Führung und zeichnen ein dystopisches musikalisches Bild. Ich mochte diesen Track schon immer. Er hat etwas Hypnotisches und Mysteriöses, während das Lied zugleich sehr aggressiv ist. Es ist eine tolle 7-minütige Eröffnung auf diesem Album, die sichtlich auf mehr hoffen lässt. Der nächste Track trägt den Titel Beaujolais mit dem Gesang von Chris Rainbow, der hier unter Beweis stellt, dass er auch krachige Nummern singen kann und nicht nur sanfte Balladen. Ich muss aber gestehen, dass das eines der Stücke auf dieser Platte sind, die mir am wenigsten gefallen. Ich meine, es ist kein schlechter Song, aber ich finde, es hat diese Eurodance-Stimmung, die mir nicht so sehr gefällt. Aber Chris Rainbow konnte singen, da besteht kein Zweifel daran. Und man kann nicht bestreiten, dass der Refrain Potenzial hat, sich als Ohrwurm im Gehirn eines Menschen festzufressen. Ich muss es nur nicht unbedingt hören. Nach Beaujolais kommt das 5-minütige Urbania, ein großartiger, ambientartiger Instrumental, der bald schon in diesen Prog-Rock-artigen Keyboard-Riffs sich verwandelt. Für mich ist das eindeutig eines der Highlights auf diesem Album. Der ganze Sound erinnert mich ein wenig an Ryuichi Sakamoto. Urbania ist vielleicht nicht ganz so hypnotisch wie die früheren Parsons-Instrumentals und hat mehr diese etwas nervöse Energie. Aber David Paton kriegt ja auch die Chance, ein wenig am Bass zu slappen. Und es ist auch für Stuart Elliott ein klares Highlight hier auf dieser Platte, weil er ein durchaus komplexes Schlagzeug spielt, ungeachtet des eigentlich eher einfachen Grundrhythmus. Ein geschmackvolles Gitarrensolo von Berntsen ist auch mit an Bord. Und alles in allem ist das hier eine faszinierende, oft übersehene Nummer, die ihren eigenen Flair hat. Nun, das vierte und letzte Stück auf dieser Seite trägt den Titel Limelight und wird großartig, großartig von keinem Geringeren als Gary Brooker gesungen. Das hier ist vermutlich das bekannteste Musikstück von Alan Parsons Project aus ihrer Spätphase. Es ist kompositorisch hervorragend aufgebaut und extrem ansprechend. Und ich sage das alles unter dem Einwand, dass ich das Lied nicht so besonders mag. Ich kann aber intellektuell erkennen, wie sehr das ein Highlight auf diesem Album ist und wie gut das eingespielt und aufgenommen wurde. Von Gary Brookers idiosynkratischer und hervorragender Stimme gar nicht zu sprechen. Aber es ist irgendwie nicht so ganz meine Blutgruppe. Das ist aber nicht die Schuld des Songs. Wobei die eine Schwäche bei dieser Aufnahme eindeutig in diesem etwas monotonen 80er-Jahre-Schlagzeug liegt. Die B-Seite beginnt mit einem Rockkracher mit dem Titel In the Real World, gesungen von John Miles. Und das ist ein guter Song. So eine typische Nummer für die erhobene Faust in einem Rockkonzert, was ironisch ist bei einer Band, die keine Rockkonzerte gab. Aber irgendwie auch eine Nummer, die besser auf dem Flashdance-Soundtrack aufgehoben wäre. Oder auf einer Platte von Toto oder Survivor oder Foreigner. Und das meine ich nicht herabschätzend. Im Grunde zeichnet sich jedoch auch ein wenig ab, dass die Alan Parsons Project begonnen hatten, die Kohärenz zu verlieren. Die Platten klingen an dieser Stelle nicht mehr wie aus diesem epochalen Guss, sondern wie ein Haufen unzusammenhängende Aufnahmesessions mit gewohnt talentierten Profimusikern. Und dann kommt Where's the Walrus, noch ein Instrumental und ein Stück, das einfach nur Wahnsinn ist. Diese Nummer hat einen absoluten 80er-Jahre-Fuck-You-Sound, elektronischer Jazz-Funk, der auf diesen Jazz-Fusion-Harmonien und Ostinatos aufgebaut ist und zugleich eine absolut geile cineastische Stimmung erzeugt. David Paton am Bass und Richard Cottle an den Keyboards sind hier fantastisch. Nun kann man aber auch nicht abstreiten,
dass hier massiv Trevor Horn und Frankie Goes to Hollywood Pate standen, vor allem wenn man sich einen Track wie Two Tribes anhört. Gleichzeitig klingt das Ganze irgendwie auch, als wäre es aus dem Soundtrack zu dem Jean-Claude Van Damme-Film Bloodsport entnommen. Einfach verrückt. Eine total abgefahrene Nummer mit einem wirklich krassen Mittelteil. Einfach anhören. Das ist Musik zum Autofahren, aber aufpassen. Heider Witzka. Und dieses siebenminütige Stück hat sogar deftige Gitarrenimprovisationen von Ian Berenson, ein heißes Saxophon-Solo von Richard Cottle. Und wie gesagt, der Bass von David Payton ist epochal. Absolutes Highlight auf diesem Album und ein Song, der der Band übrigens einen Grammy einbrachte. Das Instrumental blendet über in den nächsten Track mit dem Titel Light of the World mit den Brüdern Graham und Stephen Dye am Mikrofon. Das Lied mutet etwas Meta an, muss ich sagen. Aber das hat damit zu tun, dass Graham Dye diesen Ruf hat, dass er fast wie John Lennon klingt. Und es ist nicht zu übersehen, dass Parsons und Wolfson hier ein Stück komponiert haben, das darauf ausgelegt war, möglichst wie John Lennon zu klingen. Und Parsons kannte ja John Lennon noch aus den Abbey Road-Aufnahmen am Ende der 60er, als er damals so seinen ersten Studiojob übernahm, der über das Ausschenken von Kaffee hinausging. Das Lied ist vielleicht nicht ganz so mein Stil, aber ich erkenne doch auch seine kreative Qualität und es gibt eine tolle Stelle dort, gespielt von Ian Berenson an der Gitarre. Und hier neigt sich das Album langsam dem Ende zu. Das Ende ist ein wenig verwirrend, da es aus zwei relativ kurzen Einspielungen besteht. Da ist zuerst das instrumentale Ministück Chinese Whispers, das nur eine Minute dauert und dabei so großartig ist. Ich will davon eine zehnminütige Version hören, aber die gibt es eben nicht. Vielleicht sollte ich dann davon eine Vaporwave-Version machen. Und nach dieser Minute tauchen plötzlich 80 weitere Sekunden Musik auf, die eine Art Rekapitulation des Eröffnungslieds Stereotomy darstellen, nur eben etwas ausgelassener mit wüsten Gitarrenimprovisationen von Ian Berenson. Aber eigentlich funktioniert das sehr gut. Dieses Album markiert übrigens das Ende von David Payton in der Band. Der Bassist und Sänger war unterbrechungsfrei seit dem ersten Album dabei gewesen. Doch nur Monate später, nach dem Erscheinen dieser Platte hier, wurde David Payton von Elton John weggeschnappt, um mit ihm auf eine Welttournee zu gehen, was Payton gerne annahm. Nach meinem Kenntnisstand war Alan Parsons deshalb ziemlich verbittert, aber ich kann David Paytons Standpunkt schon verstehen. Die Alan Parsons Project waren zwar eine Band mit einem großen Namen damals, aber da sie nicht tourten, waren alle Musiker in der Band unentwegt gezwungen, sich das restliche Jahr in anderen Studios zu ernähren. Alan Parsons versuchte das Problem ein wenig zu reduzieren, indem er diese Musiker in anderen Produktionen einsetzte und an andere Studios auslieh, aber oder indem er ein ganzes Album für die Instrumentalisten in der Band produzierte, wie im Falle von Keats, über das ich schon in der letzten Folge berichtet hatte. Aber unterm Strich bedeutete es, in Alan Parsons Project zu sein, vor allem 9 oder 10 Monate im Jahr arbeitslos zu sein. Somit ist es schwer, David Payton vorzuwerfen, dass er eine solche großartige Chance wahrnahm. Dieses Album ist sehr durchwachsen für mich. Aber es ist nichts da, das ich explizit abscheulich fände. Etwas, das ich so über Vulture Culture nicht sagen kann. Es ist nur so, dass einige Stücke hier nicht unbedingt mein Interesse wecken, aber mich auch nicht entsetzen. Doch es gibt für mich umgekehrt eine Menge Tracks hier, die einfach großartig funktionieren. Allem voran Stereotomy, der Titeltrack, Urbania und Where is the Walrus und Chinese Whispers. Die finde ich hervorragend und rein quantitativ ist das fast schon die Hälfte des Albums. Ich gebe hier somit 3,5 Sterne. Ich wollte zuerst 4 Sterne geben, aber dann hatte ich nachgesehen, dass ich bei Pyramid bereits 4 Sterne gegeben hatte und ich finde nicht, dass Stereotomy mit Pyramid mithalten kann. Es bedeutet aber nicht, dass es zu weit dahinter stolpert. Ich finde Pyramid nur ein kleines wenig besser. Somit ist das hier 3,5 Sterne, aber in gewisser Berührungsnähe zu 4 Sternen. Auf jeden Fall ist Stereotomy ein ganz neuartiges und in den 80er Jahren angekommenes Album von The Alan Parsons Project. Und das hat nicht allen gefallen. Und gerade der Schlagzeugsound ist nicht gut gealtert und ist sichtlich eine akustische Konserve mit einem klaren Verfallsdatum in der Zeit, in der diese Platte aufgenommen wurde.
Die Band befand sich an dieser Stelle sicherlich in einem internen Zustand des Niedergangs. Ich vermute, Wolfson war an diesem Punkt längst seiner Faszination für Musicals erlegen. Andrew Powell und Alan Parsons waren in dem Lady Hawk Projekt involviert. Da waren also eine Menge kreativer Risse in den Wänden. Aber dazu vielleicht dann mehr in einem anderen Review-Video. Somit macht's gut. Das war Stereotomy von The Alan Parsons Project aus dem Jahr 1985.